Hier unter verborgenen Hallen kommen die wahren Schätze zum Vorschein. Wahre Schätze ist vielleicht ein bisschen viel hochgegriffen jetzt, aber ich muss sagen, einfach ein schönes Auto. Ich habe diese Form, diese kantige Form vom Volvo immer sehr geliebt. Das ist der 244er, denke ich jetzt mal, sicher 244. Der schon lange da steht, aber auch noch in gutem Zustand ist. Mal schauen, ob ich sehe. Volvo, ja, ich denke, es ist 44, wahrscheinlich schon. Und sonst korrigiert mich einfach ungeniert in den Kommentaren. Er hat so die geilen Lichter hinten. Die klassischen Volvo-Sitze drin. Wunderschönes Interieur, also wirklich tiptop Interieur. Den blauen Velour. Was ist der, geschaltet oder Automatik? Automatik, wow, gefällt mir immer besser. Mit Schiebedach und kein Rost am Auto. Wirklich guter Zustand, die Raddeckel drauf, das sieht dann ein bisschen besser aus natürlich. Und dann, Spinnhuppeln ohne Ende, ach, scheiße. Wenn ich wieder mal einer, der schon lange nicht mehr da gewesen ist. Spiegel etwas vermattet, aber das bringt man hin heute. Ja, das ist recht cool. Recht cool. Wunderschöner Zustand. Da hat die Raddeckel sicher immer im Kofferraum drin oder so noch. Aber vielleicht sehe ich von da, was es ist. Sieht man's? Volvo. Ich sehe es nicht. Weißt du, mit dem hast du natürlich schon. Wenn du mit dem fährst, erstens ist ein Klassiker, ein Liebhaberwagen, die auch vom Preis her ziemlich interessant geworden sind. Blinker auch noch sehr schön. Es gab neu. Auch die Lichter nicht angelaufen oder verkratzt oder matt. Nebendran noch so einen alten Ford als Schneepflug benutzt. Bronco wird wahrscheinlich immer ein bisschen im Winter wieder mal benutzt. Leute, was ist das da? Ein schönes, ein Chassis. Ist das ein Jeep? Das ein Bronco. Hier steckt wahrscheinlich sogar Schlüssel. Den kannst du wahrscheinlich dann mit der Batterie starten und dann loswischen, Schnee weg. Hopp, der Besser. Lambda Sonde. Die haben lange immer die gleichen Scheinwerfer gehabt. Auch die 47 haben noch die gleiche Front gehabt. Ich bin nicht so ein Fan von silbrigen Autos. Oh, der hat die Vignette von 24. Der wird gefahren. Ja, der wird wahrscheinlich benutzt. Ja, macht auch Sinn. Das macht Freude.